Moin Leute, willkommen zu Jadbos Bohr. Heute mal hier von meinem Solardach aus aktuellem Grunde. Und zwar habe ich am Freitag auf dem Deutschlandfunk Streitgespräch CDU pro Kernkraftwerke, Grüne kontra Kernkraftwerke. Ich hau euch den Link unten rein, könnt ihr euch das mal anhören. Und natürlich haben sich gestritten darüber, Kernkraftwerke jetzt die 12 Wochen weiterlaufen lassen oder noch weiterlaufen lassen. Da wurde sich um Flugsicherheit, Betriebssicherheit, Anschlagssicherheit, Rohstoffe und den ganzen Kram unterhalten. Und ich habe mir so gedacht, ein Punkt, der überhaupt nicht gekommen ist, ist die Franzosen, die hatten ja diesen Sommer Probleme, die Dinger zu kühlen. Und deswegen haben sie von uns ja den Gasstrom gekriegt. Glaubt irgendeiner, dass das nächstes Jahr anders wird? Ich meine, Niedrigpegel an den Flüssen wird wahrscheinlich jetzt eher regelmäßiger auftreten. Und ich bin jetzt kein großer Klimatologe oder Geologe oder sonst irgendwas. Aber mal ehrlich, ich habe gerade mal auf die Europalandkarte geguckt. Die meisten Flüsse entspringen in Gebirgen. Und wenn es wärmer wird, fällt da weniger Schnee. Stichwort Gletscherschmelze. Und wenn weniger Schnee da ist, wird auch weniger Wasser in den Flüssen landen. Und dann kriegen wir das gleiche Problem bei uns auch. Dann sind die auch nicht mehr zu kühlen. Ja, also ist, finde ich so, bei der ganzen anderen Diskussionsthematik oder den ganzen Themen, die da stattfinden, habe ich das Gefühl vollkommen außer Acht gelassen. Für mich gibt es nur eine sinnvolle Lösung. Hier, PV, überall drauf, so schnell wie möglich. Und natürlich ist auch die Diskussion über das Thema Arbeitsplätze gekommen, wie viele Leute da in die Industrie von dem Strom abhängen. Ja, dann noch ein Grund mehr. PV, 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 aufs Dach drauf. Geht schneller als jedes Windkraftwerk und bringt auch was. Und wenn in gewissen Bereichen Arbeitsplätze wegfallen, naja, hier, für die PV, da gibt es genug Möglichkeiten. Ne? 2012 haben wir ja 80.000 Arbeitsplätze platt gemacht in der Solarindustrie. Und jetzt ärgern wir uns darüber, dass die Chinesen alles übernommen haben. Ja, selber schuld. Da müssen wir die Leute halt umschulen. Und da gibt es nicht genug Möglichkeiten, dies zu tun. Und ich finde, ich habe mich da auch im Urlaub mit ein paar Leuten drüber unterhalten. Ja, ich meine, Balkonkraftwerke so easy, so günstig, machen, machen, machen. Und nicht immer darauf warten, dass irgendeiner dich subventioniert oder sonst irgendwas. Ne? Das ist nicht der Sinn der Lösung. Immer darauf warten, dass der Staat irgendwas macht. Finde ich ein bisschen schwach. Finde ich sehr schwach. Ne? Der nächste Punkt war dann auch, dann gab es ja hier auch diesen sehr tragischen Unfall mit der Fahrradfahrerin und dem Betonmischer. Ich kenne jetzt genau die Ursachen und die Gründe nicht, was da passiert ist. Aber dann die Klimakleber, die sogenannten, dafür verantwortlich machen, dass der Rettungswagen nicht rechtzeitig da war. Alter Schwede, ey. 4 Wochen vorher war der Berlin-Marathon. Wenn das da passiert wäre, ja klar, dann wäre da der Marathon verantwortlich gemacht. Also, unglaublich. Unglaublich. Ne? Und dann auch, wenn ich immer höre, ja, die Atomkraft ist ja hier so CO2-neutral. Ja, sicher, mag sie ja sein. Aber was ist mit dem Abbau? Was ist mit der Entsorgung? Ne? Und ich muss ja ganz ehrlich sagen, wenn ich immer höre, so jetzt, ich finde E-Mobilität immer noch besser als Verbrennungsmobilität. Ne? Aber was auch da immer oft vergessen wird, meiner Meinung nach, ist die Landwirtschaft. Ich will jetzt ja die Bauern jetzt nicht irgendwie als Schuldige hinstellen, aber die Landwirtschaft, die Produktion der Futtermittel für die Massentierhaltung, die ja größtenteils für den Export ist, ist eine der größten CO2-Emittenten auf diesem Planeten, gleichzeitig mit der Entwaldung. Und da muss man mal rangehen, mal ehrlich. Ne? Und das verstehe ich nicht. Und da ist, weißt du, wenn jetzt hier da in Ägypten da diese Klimakonferenz ist, ja, natürlich müssen wir die Länder, die darunter zu leiden haben, müssen wir denen helfen. Weil mit England und den Vereinigten Staaten sind wir historisch gesehen halt die für den größten CO2-Ausstoß verantwortlich sind. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Ist halt so. Ne? Und da kann man sich nicht mit rausreden, jo, da haben ja unsere Eltern gemacht oder sonst irgendwie. Ja, ich meine, wir leben ja auch auf dem Wohlstand, den unsere Eltern produziert haben, quasi. Ne? Das hat man nochmal nebenbei bemerkt. Und da Klimaclub, Kindergarten, also ehrlich. Nee, wir müssen handeln. Das ist jetzt nicht mehr 5 vor 12, das ist eigentlich schon 5 nach 12. Ne?
Ja, was schönes ja auch noch, was dann auch noch letztes gekommen ist ja die der Etat für das nächste Jahr oder für dieses Jahr, weiß ich gar nicht ganz genau, 400 und Apples Milliarden, ich glaube 450, 75 Milliarden Jahreshaushalt. Und wir brauchen ja nur 50 Milliarden aufnehmen, denke ich, Alter, wir spielen gerade mit den Milliarden rum, ey, unglaublich. Unglaublich. Und was überhaupt nicht drin ist, sind ja die 300 Milliarden Sondervermögen. Bundeswehr und jetzt hier Gaspreisbremse, Unterstützungsgedöns. Das wird alles mit Schulden gemacht. Das ist dann aber komischerweise nicht da drin. Für mich sind da 350 Milliarden Schulden. Und ich weiß auch nicht, wie man bei Schulden von Vermögen sprechen kann. Also schon komisch. Dann ging es auch direkt hier Bürgergeld. Soll ja jetzt beschlossen werden. Weiß nicht, vielleicht ist es schon beschlossen zu dem Augenblick, wo das Ding rauskommt. CDU will die ganze Sache im Bundesrat blockieren. Ja. Der Grund war aber, dass dann hart arbeitende Leute wie Busfahrer und Polizisten sich überlegen, ob sie überhaupt arbeiten gehen. Wenn ich überlege, Bürgergeld sind, glaube ich, knapp 1000 Euro. Ich würde es mal Hartz IV Plus nennen. Und ich glaube nicht, dass ein Busfahrer und ein Polizist so viel weniger verdienen. Oder nur ein bisschen mehr als 1000 Euro verdienen, dass sie sagen, die machen ihren Job nicht mehr. Letzten Endes ist das eine Reaktion auf die Inflation und die Gaspreise und den ganzen Kram. Und vielleicht soll den Leuten, die für das bedingungslose Grundeinkommen so irgendwie vorgegaukelt werden, dass das jetzt ja schon so was Ähnliches ist. Ne? Was gab es denn noch? Ach, hier dieser Kindergeldzuschlag. Ich wusste gar nicht, dass es den gibt, wo wahrscheinlich eine Menge anderer Leute. Da wurde dann gesagt, ja, der wird jetzt auch erhöht, aber das Problem ist, dass eine Menge Leute den gar nicht wahrnehmen, weil sie A, nicht wissen, dass es ihn gibt und B, weil der Antrag zu schwierig ist. Das verstehe ich sowieso nicht. Alter, in dem Augenblick, wo du dein Kind anmeldest beim Einwohnermeldeamt, hast du den Antrag ausgefüllt für diesen Zuschlag. Was ist denn da so schwer dran? Wir regeln uns echt blöde, wir regeln uns echt kaputt. Verstehe ich nicht, ey, warum immer alles so kompliziert sein muss, ey. Unglaublich, ne? Und ja, Arbeit, jetzt ist das Vieh schon wieder hier. Hau ab. Die war vorhin schon da. Verpiss dich. Ich bin gleich fertig. Dann kannst du mich in Ruhe lassen. Mann, das kann doch wohl nicht wahr sein, ey. So, schnell fertig machen, bevor das Viech wiederkommt. So, und der ganze Kram, alles, was jetzt hier gerade passiert, ne? In Anführungsstrichen nur, weil in der Ukraine jetzt ein Krieg ist. Ich meine, wir hatten schon andere Kriege in Europa, ne? Jugoslawien in den 90er, da ist sowas nicht passiert. Jetzt steht plötzlich alles auf der Kippe wegen des russischen Angriffskriegs. Da muss ich ganz ehrlich sagen, die Begrifflichkeit geht mir langsam auch auf den Wecker. Der, der einen Krieg anfängt, ist immer der Angreifer. Da muss man mir nicht jeden Tag in den Medien vorhalten, damit ich das auch bloß nicht vergesse. Ja, also das sind jetzt so meine Gedanken zu dem, was so aktuell gerade passiert oder passiert ist. Das ist natürlich alles nur meine Meinung. Die müsst ihr nicht teilen, um Gottes Willen. Ich bin auch gerne bereit, mir andere Meinungen anzuhören und wir können da gerne darüber diskutieren. Aber es geht schon da. Gehen schon einige Sachen ab. So. Und letzten Endes, all das, was jetzt passiert, ist ja schon eigentlich schon fast Vorbereitung für den nächsten Wahlkampf. Ne? Ist ja nicht mehr so lange. Die Hälfte der Legislaturperiode ist vorbei. Jetzt müssen sie gucken, dass sie alle wieder ihre Schäfchen ins Trockene kriegen. Ja, das sind ja bloß Gedanken zum aktuellen Geschehen. Reingehauen.